Luises Zimmer ist auch gleichzeitig ihr Klassenzimmer. Unterricht per App über Smartphone, alles in eigener Verantwortung. Da kann dann der Lehrer immer die Arbeiten gucken von den Schülern und kann dann auch quasi so Tipps geben oder so. Und dann, ja, das läuft echt gut eigentlich. Eigentlich, denn der Schulserver ist allein diese Woche schon zweimal zusammengebrochen. Papa Winfried Rogel wundert das nicht. Die Digitalisierung ist noch ganz weit unten. Es wird schon ein ganzes Jahr lang darüber gesprochen, dass es da Sofortmaßnahmen gibt und sofort Gelder fließen würden für irgendwelche Endgeräte, die immer noch nicht verteilt worden sind. Er unterstützt die Elftklässlerin beim Lernen von zu Hause, wo er kann. Die Antwort. Sie ist sehr selbstständig und kriegt das alles sehr gut hin. Sie kommt ab und zu mal nur, wenn irgendwie was nicht klappt. Und wir können ihr dann helfen. Dennoch, Freunde und Mitschüler können auch die Eltern nicht ersetzen. Die sieht die 16-Jährige fast nur am Bildschirm. Und auch das geliebte Handballtraining findet, wen wundert's, digital statt. Ja, wir motivieren uns gegenseitig deswegen. Also wir machen auch manchmal so ein paar Zoom-Calls zusammen oder ja, doch, das funktioniert eigentlich ganz okay, wenn man es so sagen kann. Aber ja, vor Corona war es schon was anderes. Aber wie lange müssen sich Schülerinnen und Schüler noch mit einem ganz okay zufrieden geben? Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann präsentiert den weiteren Fahrplan. Für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen gibt es bis Ende Januar keinen Präsenzunterricht. Auch in den Grundschulen findet zunächst kein Präsenzunterricht statt. Unser Ziel ist es allerdings, Kitas und Grundschulen ab dem 18.01. wieder zu öffnen. Wenn die Zahlen sinken, geht es auch in Rheinland-Pfalz in der letzten Januarwoche weiter. Ein Schritt in Richtung Entlastung. Doch es bleibt bei allem Verständnis auch immer eine Warnung. Ich nehme in der Bevölkerung sehr deutlich wahr, dass die Beschränkungen inzwischen allen auf die Nerven gehen. Trotzdem müssen wir sie nun noch einmal verschärfen. Luise weiß sich trotz des Lockdown-Frusts zu beschäftigen. Meine Eltern und meine Haustiere und zur Not schreibe ich halt mit Freunden über WhatsApp oder mach was in meinem Zimmer, mach Hausaufgaben, keine Ahnung. Also sowas um den Dreh mache ich dann schon. Ich lenke mich quasi dann vom Nicht-Freunden-Treffen ab. Hilft nur durchhalten. Irgendwann darf sie ihre Handballschuhe dann endlich wieder vom Schrank holen.